wir uns anschauen, das Top-Segment der Kunst, was an Picassos, was für die bezahlt wird. Wir sind weit über 100 Millionen Dollar inzwischen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut im letzten Jahr. Es hat also eigentlich einen Rekord nach dem anderen gegeben. Da ist natürlich in Österreich die Kunst ein bisschen niedrig, aber ein Walde um 270.000, ein Kokoschka 240.000, das sind ja auch schon ganz schöne Beträge. Gleichzeitig ist bei der zeitgenössischen Kunst teilweise sogar mehr drin. Ich habe hier im Dorotheum Schätzpreise mir geholt, Castellani 300.000 bis 400.000, Tancredi 180.000 bis 250.000 Euro. Das ist natürlich eine Ebene, die für den Durchschnittsbürger nicht mehr leistbar ist. Trotzdem die Frage, wer sind eigentlich die Käufer dieser Kunst? Weshalb kaufen sie? Sind es Anleger? Sind es Spekulanten? Sind es Liebhaber? Wie sehen Sie das? Ich würde dann gerne noch auf die Frage der Qualität zurückkommen, aber natürlich. Um da die Frage gleich zu beantworten, die meisten unserer Kunden, und ich hoffe, das hört nie einer, was ich jetzt sage, sind schlicht und ergreifend Verrückte. Was diese Leute an Entbehrungen auf sich nehmen, um sich Kunst kaufen zu können, ist schier unglaublich. Also der Letzte, mit dem ich heute telefoniert habe, der ertrinkt fast in einem Schuldensee. Jeder von Ihnen, der diese Schulden hätte, würde verzweifeln. Und die Schulden hat er aus einem einzigen Grund. Er kauft sich Bilder. Und er kauft sich Bilder, obwohl er die letzten noch nicht gezahlt hat, aber er kann einfach nicht anders. Ich würde sehr gerne einmal einen Spekulanten kennenlernen. Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, aber ich habe noch nie einen getroffen. Ich kenne unzählige Leute, die im Zusammenhang mit Kunst nur über Geld reden und sagen, um X gekauft, jetzt so viel wert. Nur eins tun die Leute nicht, sie verkaufen nicht. Das wäre ja eigentlich die naheliegende Geschichte, dass sie vervielfachen, den Wert eines Kunstwerks, na, wenn man das mit Aktien macht, dann stoßt man sie ab und kassiert, ja, und geht in die nächste erfolgversprechende Aktie. Bei der Kunst, und das ist ein Problem, das wir haben, die Leute wollen nichts hergeben. Und deswegen, ich habe noch nie einen Spekulanten kennengelernt, aber ich bin überzeugt, es gibt sie. Es muss sie ganz einfach geben, denn international hat es ja im Jahr 2009 einen dramatischen Rückschlag gegeben. Ich kann nur sagen, wir in Österreich, sowohl kann ich für das Dorotheum als auch für uns sprechen, wir haben 9% plus gehabt und im vorigen Jahr 37% plus. Das heißt, es läuft sehr gut. Herr Thürnhofer, Sie haben einmal gesagt, Kunst ist das bessere Sparbuch. Das hat jetzt ein bisschen nicht so ganz danach geklungen. Oder ist es nicht auch so, dass die Leute ihr Sparbuch gar nicht mehr hergeben? Das heißt, wir sitzen ja auf einem unglaublichen Vermögen in Österreich und nicht nur in Österreich, sondern wahrscheinlich in der gesamten westlichen Welt. Dieses Vermögen wird in Immobilien, in Rohstoffe, auch in Kunst gesteckt. Kunst ist ein klassischer Sachwert und als solcher vielleicht auch inflationssicher. Warum soll jemand Kunst kaufen? Ich glaube, der Spruch ist ja schon relativ alt. Den habe ich bei einer Ausstellung in der Hypo Vorarlberg in Graz gemacht. Dann hat sich der Bankdirektor nicht sehr gefreut, aber er musste mir letztlich Recht geben. Und heute gilt er umso mehr, weil jeder weiß, in Wahrheit wird das Geld auf der Bank weniger wert. Also ganz konkret im Vergleich zum Sparbuch ist jede Form von Kunst aus meiner Sicht eine bessere Anlage. Weil ich sicher sagen kann, zumindest wenn man nicht ganz dumm ist, dann wird das Bild auch ein bisschen mehr wert. Also ich habe selber jetzt zum Beispiel ein Kunstwerk zurückgekauft oder noch zurückgenommen in Kommission, das ich vor 15 Jahren um schlappe 20.000 Euro, damals noch Schilling, Entschuldigung, verkauft habe. Es hat nicht den Sprung jetzt gemacht auf die 20.000 Euro, aber ich weiß, ich werde es um 6.000 bis 7.000 Euro loskriegen. Also es hat in etwa sich eine Verfünffachung durchgemacht in 15 Jahren. Nicht? Und ich werde glücklich sein, als Händler dabei noch was zu verdienen. Und der es damals gekauft hat, wird auch noch ein bisschen was verdienen, auf jeden Fall. Mehr als die Zinseszinsrechnung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch einmal sagt, nicht?
Weil was mich ein bisschen stört in der Diskussion, wenn man auch über dieses Spitzensegment redet, ne, dass alle ein bisschen an der Verdummung der Leute beitragen, dass sie sagen, heute kaufe ich was um 1.000 und spätestens morgen muss das 100.000 kosten. Nicht? Aber dass etwas vielleicht zumindest kontinuierlich wächst und dass da auch eine Nachhaltigkeit möglich ist im Kunstkauf, ich glaube, das wird sehr selten gesagt und das möchte ich eigentlich damit kommunizieren. Ich muss mich nicht immer anlegen mit den Ausreißern, die sich vertausendfachen, verhunderttausendfachen, super toll, aber der Maßstab ist eigentlich ein anderer und das sollte nachhaltiges Wachstum sein. Die Frage hier, wem helfen Rankings? Helfen Sie, und das ist die eigentlich wichtige Frage, helfen Sie dem Kunstkäufer? Sie helfen sicher zur ersten Orientierung, das gebe ich schon zu. Und es ist natürlich hier eine gewisse Mediendominanz und Künstler, die im Ranking sind, sind sicher auch in den Medien stärker vertreten als solche, die nicht vertreten sind. Nicht? Aber das ist ja auch eine Kritik, die ich permanent übe, das geht ja in Kreisen, ne? Dass man sagt, ja, Spitzenkünstler erzielen immer Spitzenpreise und ich stelle dann immer den Umkehrschluss. Ja, wenn sie keine Spitzenpreise sind, sind das dann keine Spitzenkunstwerke. Also das ist halt immer diese problematische Argumentation, wo man im Umkehrschluss dann eigentlich andere disqualifiziert und sagt, die anderen sind bedeutungslos, bis hin zu einem Zitat vom Chef der Albertina, der gesagt hat, ja, im internationalen Museumsgeschehen sind überhaupt jetzt nur 30 Künstler bedeutend. Nicht? Das heißt, da zieht sich dann für mich alles zusammen und im Umkehrschluss muss ich dann sagen, alle anderen sind bedeutungslos, das kann es ja nicht geben. Ne? Darf ich hier gleich darauf Bezug nehmen? Ja. Bedeutungslos kann ja einmal gewesen sein und man kann zur Bedeutung kommen. Das heißt, es gibt junge Künstler, die sind natürlich noch nicht so bedeutend. Ich habe hier aus der Presse vom 30. April, sagt die Kunstexpertin der Deutschen Bank, bei jungen Zeitgenossen kann der Fall eintreten, dass die Arbeiten in ein paar Jahren nicht mehr gefragt sind, weil sie dem aktuellen Zeitgeschmack nicht mehr entsprechen. Die Frage ist, der Durchschnittskonsument, der sich jetzt für Kunst interessiert, wird wahrscheinlich eher an junge Künstler, nicht ganz so bekannte und nicht an die top gelisteten 10 herangehen. Gibt es heute noch Überraschungen? Kann man auch als Käufer eines jungen Künstlers noch Wertsteigerungen oder auch Bekanntheitssteigerungen bekommen? Die Wahrheit ist ja, dass Wert und Bekanntheit dasselbe sind. Wenn wir uns darauf verständigen können, dass wir statt bedeutend erfolgreich sagen, dann werden Sie sagen, na, freilich ist das Ranking ein Abbild der erfolgreichsten Künstler. Ob jemand bedeutend ist, für die Zeit jetzt wird wahrscheinlich das Ranking der erfolgreichsten mit der Bedeutung, die sie jetzt haben, übereinstimmen. Aber diese Dinge ändern sich. Vor 100 Jahren hat man einen Rembrandt für einen ausgesprochen schwachen Maler gehalten. Die Dinge haben sich geändert, denn das ist etwas, was sich heute niemand mehr sagen traute. Vor 50, 60 Jahren war Egon Schiele absolut bedeutungslos. Er war eine Peinlichkeit. Er war so peinlich, dass bei einer Auktion das Bild nicht einmal ausgestellt wurde. Heute würde ich es auf, das ist dieser männliche Akt mit den roten Brustwarzen, heute würde ich es auf 50 bis 80 Millionen Euro schätzen. Das hat damals 3.000 Schilling gekostet. Wurde nicht ausgestellt, weil es peinlich war. Das heißt, da ändern sich die Dinge. Nur, welche Bedeutung das für uns heute hat, weiß ich nicht. In 50 Jahren sind wir alle tot, vermute ich einmal. Ja? Ich auf jeden Fall. Also mir ist vollkommen wurscht, wer in 50 Jahren bedeutend ist. Ich kaufe heute Kunst und ich kaufe ausschließlich das, wovon ich begeistert bin und das ist für mich bedeutet. Und wenn das für Sie ganz was anderes ist, dann sage ich, super, perfekt, sind wir völlig einer Meinung. Es gibt keine Qualitätskriterien, wo man sagen kann, das ist wichtig, das ist unwichtig. Wir können nur messen, das ist erfolgreich und teuer und das ist unbekannt und unerfolgreich und nicht teuer. Dann müssen Sie mir aber recht geben, wenn man das Ranking ändert, auf Künstler mag ich sehr, mag ich top und mag ich nicht, nicht? Weil dann darf man jetzt hinschreiben, künstlerische Bedeutung und dann gibt man Noten. Nicht? Und die künstlerische Bedeutung von Lemden oder Brauer ist plötzlich niedriger als die von relativ Jungen, nicht? Die nachkommen. Nicht? Ja, also dann darf man das halt nicht so nennen. Es ist trotzdem ein Bild des Augenblicks. Linie, und so viel kann ich dann sagen, die,
der wirtschaftliche Erfolg, zumindest aus der Sicht der Auktion, von Künstlern wie Brauer und Lempen ist überragend. Und um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also die Gesundheit des Herrn Professor Fuchs ist extrem angegriffen. Da muss man sich Sorgen machen, es geht ihm wirklich nicht gut. Aber der Brauer wird noch lange leben und voller Energie sein. Es ist doch wurscht. Das ist die Meinung von diesen zufälligerweise, das heißt nicht ganz zufälligerweise, ausgewählten Leuten. Die haben schon sehr viel mit der Kunst zu tun. Und da bin ich ja zufälligerweise auch hineingerutscht. Und ich sage dort meine Meinung. Und die Summe dieser Meinungen ergibt, die Lasnik ist die größte. Gut, dann wird es nur falsch nach außen kommuniziert. Natürlich in der Medienverkürzung, das gebe ich Ihnen schon recht. Sie sagen alle Ihre Meinung, da bin ich voll auf Ihrer Linie. Jungen Kunst vielleicht noch, nicht, wenn ich darauf wäre meine Bitte gewesen. Was sagen darf. Ich glaube, wichtig ist zu unterscheiden zwischen Jung und Jung, nicht? Weil das eine ist die ganz Jungen zwischen 20 und 30, die dann mit 25 aus der Akademie kommen. Und ich finde, da muss ich wirklich auch immer wieder sagen, es gibt eine gewisse Verantwortungslosigkeit an diesen Akademien, die ja irgendwo auch eine Einführung geben sollten in den Markt. Und wenn ich gerade mit jungen Künstlern rede, bin ich immer erstaunt über die Naivität, mit der die Leute hereinkommen oder überhaupt nicht hereinkommen. Nicht? Weil bei mir in der Galerie gehen jede Woche 5, 6 Künstler international, mit internationaler Bekanntheit und, die im Markt in Russland, in Italien, wo auch immer schon Erfolg hatten, kommen bei mir rein, stellen sich vor. Nur komischerweise, die Studenten der Akademien und der Angewandten kommen bei mir nie vorbei. Schaut sie nicht einmal an und dann rede ich mal mit einer und die sagt mir, naja, wir dürfen gar nicht mit Galerien kooperieren. Ne? Also was lernen die dort über den Kunstmarkt? Das finde ich schon einmal etwas verantwortungslos, dass dieses Thema offenbar in den Akademien nicht wirklich behandelt wird. Und das Ergebnis ist dann eine alte Studie, schon Ende 90er Jahre, glaube ich einmal, die man in Linz gemacht hat von Absolventen der Linzer Kunstakademie, wo dann eben wirklich nach, weiß nicht, 10 Jahren, 20 Jahren, jedenfalls nicht sehr lange, 95% der Absolventen nicht mehr im Kunstmarkt waren. Das heißt, wenn man wirklich das Motto hat, ich kaufe ganz junge, ganz billig und dann bin ich auf der sicheren Seite, dann muss man wirklich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die dann 10, 20 Jahre nicht mehr im Kunstmarkt überhaupt präsent sind. Das andere ist ein Zitat, das ich hier in dem Kontext bringen will, über die Art Austria nochmal im ORF online. Und da wird Ursula Grinzinger zitiert, und da heißt Ursula Grinzinger hat heuer einmal, unter Anführungszeichen, Experiment gewagt, wie sie erzählt. Mit Eva Schlegel und Martin Walde kommen hier die Jungen zum Zug. Also beide über 50. Und da fragt man sich eigentlich, was heißt das eigentlich am Kunstmarkt, wie lange muss ich warten, um sozusagen arriviert zu sein, anerkannt zu sein. Und das sind beide zufälligerweise auch Namen aus den Top 100, die in den Rankings über viele Jahre schon präsent sind. Und das bezeichnet sie jetzt plötzlich kurioserweise als Experiment mit den Jungen. Also wie man da jetzt eigentlich den Kunstmarkt noch bewerten soll, würde ich jetzt als Leser relativ ratlos dastehen. Herr Ressler? Also, ich glaube nicht, dass sie Unrecht hat. Es ist tatsächlich eine mörderisch lange Durchstrecke von der völligen oder weitgehenden Unbekanntheit bis zu einer Position, wo man auch gut davon leben kann. Die gut davon leben können, sind ohnehin nur die Spitze des Eisbergs. Die Wahrheit ist, die Maria Lasnik war deutlich über 60, wie sie angefangen hat. Das heißt, sie hat eine mindestens 40-jährige Durchstrecke, wenn man die Akademiezeit noch mitrechnet, hinter sich. 20 Jahre sind normal. Das heißt, wollen Sie das jetzt auch auf die Schlegel beziehen, die an der Akademie oder unterrichtet, die... Also ich habe das Zitat nicht gelesen und ich bin nicht sicher, ob es... So steht es im ORF online. Also wenn sie es so gesagt hat, dann ist das ein bisschen ein Unfug. Aber ich sage Ihnen, die Eva Schlegel ist vor 2 Jahren erstmals im Auktionsmarkt von uns vorgestellt worden. Da haben wir so eine eigene Schiene, da präsentieren wir, Anführungszeichen, junge Künstler, die alle schon um die 50 sind. Ja. Wir wollen ja auch für unsere Kunden sicher sein, dass der beim Leisten bleibt, dass der weitermacht, dass der künstlerisch weiterhin tätig ist. Professor Peter Baum leitet diese Serie bei uns, die sehr erfolgreich ist,
Und vor 2, maximal 3 Jahren ist die Eva Schlegel erstmals bei einer Auktion aufgetaucht. Also, auch für uns ist sie noch eine junge Künstlerin. Ja, 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 ja. Was muss man dann tun, um überhaupt in eine Auktion zu kommen? Mindestens 20 Jahre erfolgreich von einer Galerie vertreten sein. Wir sind der Sekundärmarkt. Wir stellen keine neuen Künstler vor, sondern was sich am Markt durchgesetzt hat, so quasi was jeder kennt, und das hat auch viele Nachteile, nicht nur Vorteile, was jeder kennt, kommt in die Auktion. Wenn jemand vor 20 Jahren einen Künstler gesammelt hat, der mittlerweile bekannt ist, dann passt er in die Auktion. Wenn jemand vor 20 Jahren was gekauft hat, was mittlerweile unbekannt ist, passt es nicht in die Auktion. Es hat auch keine Chance. Die Leute kaufen nur Namen. Sie müssen sich vorstellen, es ist, wir leben alle in einer Branche, wo wir ununterbrochen von Qualität reden. Unter uns gesagt, das ist alles Quatsch. Natürlich gibt es Qualität. Ich kann für mich selber beurteilen, was gut ist. Für mich. Für Sie nicht. Das müssen Sie selber entscheiden. Und dann versucht man mit aller Gewalt so objektive Bedeutungskriterien herzustellen. Ja? Und so ein Ranking ist natürlich ein Schritt auf diesem Weg, eine allgemein verständliche, nachvollziehbare Bedeutung herzustellen. Letztlich geht es immer darum, dass die Leute die Werke dieser Künstler kaufen. Aber der Weg dorthin ist wahnsinnig lang und der ist nicht abkürzbar. Es gibt ganz wenige Beispiele, also in den frühen 80er Jahren zum Beispiel die jungen Wilden sind in ein Vakuum gestoßen, die haben praktisch schon während ihrer Studentenzeit hervorragend verkauft und sind hervorragend betrogen worden übrigens. Aber das ist die einzige Ausnahme von dieser langen Durchstreckregel. Ich weiß das ziemlich genau in meiner Familie. Mein Sohn hat beim Frohner studiert, hat weltweit Ausstellungen, ununterbrochen. Und ich käme nicht im Traum auf die Idee, schon Arbeit von ihm zu nehmen. Es ist viel zu früh. Er ist schließlich erst 41. Aber muss also noch jungen Wilden sind ja auch nicht viele übergeblieben, oder? Na, alle Wichtigen, die von Anfang an waren, sind alle noch da, ja, ausnahmslos. Also mir fällt momentan kein Name ein, der da weggebrochen wäre. Danke vielmals.